haben gestern angefangen mit dem Training wieder nach der Sommerpause. War jetzt unser Aufgalopp in die neue Saison sozusagen. Ist jetzt nicht ganz so glücklich verlaufen. Unser Torwart hat sich ziemlich heftig in der Anfangsphase schon am Knie verletzt. Unser erster Torwart, also sind ungefähr auf einem Niveau. Die beiden Jungs sind noch im Urlaub bis Freitag. Von daher war das ein bisschen problematisch. Sonst hat man sicherlich auch gesehen, dass man erst einmal trainiert haben. Aber wir sind da ganz entspannt. Wir haben noch 4 Wochen bis zum ersten Spiel und haben noch das ein oder andere gute Vorbereitungsspiel. Und da werden wir auch zunehmend besser in Form kommen. Gestern war unser erster Tag und wir sind jetzt mit 13 Mann gestartet. 8 kommen noch und von daher waren wir heute vielleicht nicht so richtig eingespielt und waren einige Jungs, die auf Positionen gespielt haben, die sie vorher noch nicht gespielt haben. Wir haben halt erst mal gesehen, dass wir alle Positionen besetzen und es ist mehr ein Aufgalopp gewesen als ein Test. Wir wollen unter den ersten 3 in der Liga landen, das ist klar. Wir waren letztes Jahr in der Regionalliga. Jetzt ist die U16 Oberliga ziemlich gut besetzt mit 3 Mannschaften, die auch in der Regionalliga waren, plus Nienstedten, die Meister waren, ETV, die Vizemeister waren. Also das ist eine ganz ordentliche Staffel, wissen wir schon, dass da 5, 6 Mannschaften drin die gut Fußball spielen können. Aber das können wir auch, wenn wir komplett sind und ein bisschen einen besseren Trainingsmodus haben. Und dann denke ich, dass wir 1 bis 3 mitspielen können.